Falls jemand darauf reagieren möchte, Reaction bitte erst nach 48 Stunden hochladen. Danke. Ich glaube, also da kann ich, glaube ich, für viele von euch auch da draußen reden. Ich vermisse den alten COD Red. Vielleicht sogar auch den Apo Red Leon Mascher Prank. Den vermisse ich, Digga. Und den, für den werde ich immer Liebe im Herzen haben. Hallo. Problem? Was ist hier gerade los? Hallo. So Leute, lange ist es her, aber ich glaube, es wird wieder Zeit für eine neue Folge International. Wenn du Eier hast! Bruder, keine Tauben, keine Tauben. Oder fehl, Mann. Ja, scheiße, alles in mein Ohr gedonnert da. Eine internationale Istanbul Edition mit Apo RED und Leo Marschier. Au, Digga, aua. Es geht wieder los. Oder jetzt kommen die ganzen Tauben. Auf einmal kommen die, Digga, nicht bei Video, wenn man die braucht. Kann man die nicht mehr ernst nehmen. So, Leon, ich hab was Geiles für dich vorbereitet. Und zwar, wenn du Eier hast, ne? Ich hab jetzt hier für dich etwa 180 Euro in Lira. Und das? Korrekt, Bruder, danke dir. Damit wirst du den legendären Geldschein-Prank machen in Türkei. Nein! Ja. Hier, Mann, das ist mein Geld. Das ist gerade untergefallen. Gib hier, Mensch. Wie viel? Das ist... Du rufst die Polizei? Ja, ich... Du hast gesehen, dass es sein Geld ist? Ich hab es gesehen, ja, ich bin da gelaufen. Ja, genau. Du musst das Temperament von den Türken rauskitzeln, verstehst du? Der will mich komplett umbringen. Let's aber go. Ey, Bro, ich sag dir, ey, das kann knallen, Digga. Ich hab Angst, aber mach, du machst das. Komm, let's go! Hallo? No! Hallo? Ich bin hier, hallo, Money! Hallo? Yapmasın, yapmasın ya! Her şey, Bruder. Allah! 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 Bizim paramı. Vallahi. Vallahi billahi. Vallahi? Vallahi haram. Vallahi billahi. Das ist meine Geld, das ist auch dein Geld. Das ist deine Geld? Aber habe ich hier gefunden? Wo, was gefunden? Vai, Amanakoi, vai, vai, vai! Serious? Ja? What? Ja. One minute, police. You police? You police. Evet. Evet. Nein, das ist meine. Eine Frage. 65 Euro für Flughafen, 30 Euro, 20 Euro, egal. 20 Euro. Okay. 10 Euro. Noch 200. Salam alaikum. Okay, noch 200, bitte. Nein, Bruder. Okay, noch 200. Kamera, Kamera, checker dir. Ich will arbeiten, was? Police? Police. Hi. Wammen, Police? Police, ja. Civil Police. Walla? Walla. Kamera. Salam alaikum. Scheiße, einfach ein Polizist, Digga. Digga, das war aber richtig stark. Die sind komplett durchgedreht. Ey, ich dachte, ich muss intervenieren. Ich hatte Angst um dein Leben gehabt, wirklich. Junge, laber keinen Scheiß. Hättest du zugeguckt, dann hättest du... Niemals, Mann. Ich hätte mein Leben geopfert. Wenn du Eier hast, Digga, machen wir es kurz und schmerzlos. Siehst du den Eisstand da hinten, Digga? Wo immer so zack, 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 du weißt schon. Bruder, drehst hin, drehst ruhig. Pack sie in die Eiskugel, Digga. Sagst, Digga, was spielt die Spiele mit mir? Du musst richtig Action machen, Bruder. Richtig Drama. Geil, hast du Eier? Das ist geil, geil. Siehst du durch? Das ist unangenehm, was ich mach. Leer. Aua! Bro. Sag, ich wollte mal Eis. Bro. Du hast manchmal keine Show. Du musst manchmal Show zurückmachen. Ich check. Ah? 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 Also auch noch weg. Abi! Abi! Hallo. Chocolate, Chocolate. Only Chocolate? Strawberry. Oh. What's he doing? I want my ice. No problem? I want my ice. You show, show. What is show? Go, get. I want my ice. No ice cream. Why no ice cream? I relax. You see my ice cream? No ice cream. Brother, Kamera. Camera. 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 Camera.
zu doll. Das war ein bisschen zu doll. Oder. Digga, du hast durchgezogen. Ah, Digga, das ist so peinlich, Mann. Ich mag das Aggressive gar nicht. Das war ja schon fast cholerisch. Wie der liebe Tanzverbot. Das war ein richtiger Tanzimove. Weißt du, diese Cringe Gamescom-Aktion? Hör auf, Bruder. Weißt du was? Du hast mich gerade zum Affen gemacht. Ich würde aber sagen, Digga, du haust die Emotion der Liebe jetzt raus. Ich will, dass du für mich heute einen Typen klärst in Eastie. Bisschen schmusen hier. Ja, so ein bisschen. Du komm mal mit, bisschen Halligalli, bisschen auf süß. Mitnehmen, mit ins Hotel dann. Wenn schon, denn schon. Ja, das ist doch kein Problem. Das, na, ehrlich? Das mach ich doch gerne. Salam alaikum. Wenn wir trachten sind. Napium, sind Napium, ja. Halal nasılsın? Güzel, güzel, güzel. Baba sin du? Anne gut? Family? Halal? Family helal. Allah, Allah, Allah. Allah. La, bu, ay, ay. Ay, ay. Güzelsin. Sen ne yapıyorsun? Oy, oy, oy. Hala, hala. Allah, Allah, Allah. Next time, sen gül. Gül. Gül, gül. Süper, süper. Süper süper. Allah Allah. Allah neredesin? Neredesin? Güzel, kom. Gel. Gel, alete. Hominatos. Güzel. Money ya, full. 400 euro. Translate. 20,000. Tele. Tele? Ya. Telefondan yazar mısın? Ya. 20,000. Güzel hotel String Tanga. Translate. Okay, translate. Otele gel ve tanga giy. Güzel. Tanga String Tanga. Zuerst das Geld. Allah 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 Allah. Good good good. Turn around. Oh, güzel. Oh, güzel. Tomorrow, tomorrow. Ich habe kein Geld, ich gebe dir morgen. Ay, vay, 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 vay. Hallo, Norsson. Bruder, ich glaube, du wolltest ihn wirklich klären, ne? Sag mal ehrlich. Bruder, wir sind in Türkei hier. Jetzt, Abi, du gehst jetzt zu einer Frau und singst diesen Song. Welchen Song? Ja sagen von Hava, Bruder. Ich kenne den gar nicht. Ich zeig dir jetzt so gerade. Ja. Das musst du auswendig lernen, Bruder. Okay. Wir kaufen jetzt ein paar Rosen, kniest du dich hin und singst den Song von Hava. Ziehst du durch? Come on, I make. Ja, ich mach. Machst du? Ich mach. Hast du die Eier? Ich hab die Eier, Bruder. Ja, let's go, Digga. Crazy, Abi, crazy. Excuse me one second. I wanna sing something, okay? Kannst du Deutsch reden? Wir gehen den Text nochmal. Gib mir eine Sekunde, warte. Wo bist du mein ganzes Leben gewesen? Ich würde ja sagen, würdest du mich nochmal fragen? Wird deinen Namen fragen? Würdest du mich nochmal fragen? Ich würde ja sagen, würdest du mich nochmal fragen? Ich sterbe gerade vor Cringe. Ich sterbe einfach nur. Ich sterbe. Was ist hier gerade los, Digga? Nimm einfach die Rosen. Nimm die Rosen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Cringe ist so toll. Ich sterbe gerade. Ey, Bruder, hast du die jetzt geheiratet? Ja, we are married now. We are married. Oh! Ey, kann ich jetzt einfach. Was ist hier los? Ja, sie hat ja gesagt. Sie hat ja gesagt. Thank you very much. Küssen, küssen, küssen. Hey, hört auf, Mann. Reicht jetzt. Okay, thank you very much, guys. Digga, das ist gerade so unangenehm. Holy shit, ich sterbe gerade. Bruder, das ist hart. Digga, Bruder, alle haben sich um den Main Character getümmelt, Digga. Aber jetzt mal ehrlich, hat der gut gesungen? Na, geht, Bruder. Voll schwer, diesen scheiß Text zu merken, Digga. Ey, wir lassen jetzt alleine Videos zu Ende. Ich muss sagen, er hat durchgezogen, Digga. Das ist ja, das es war sehr unangenehm, aber was soll ich machen, Digga? Bruder, weißt du was? Guck mal. Ich hab sowieso Hunger. Wir gehen jetzt zu Nusrit, kennst du ja. Ah. Dann gehen wir erstmal ein lecker Steaky Makey sneaken. Und dann tauschst du den Original Steaky mit einem Black Steaky. Wie? Ja, so einen komplett verkohlten irgendwie, weißt du? Was laberst du, Bruder? Und dann sagst du, ey, ja. Bruder, die Zeigen verklangen mich doch um Millionen. Ist mir doch egal. Ziehst du durch oder nicht? Aber du zahlst Hälfte. Ja, okay, komm. Alter, let's go. Komm. So, mein lieber Leon, wir sind jetzt gerade in Etila, Istanbul und hier haben wir hinter uns gerade einer der bekanntesten Nusrit auf dieser Welt. Digga, du nimmst dich auseinander, zeig es einfach. Das ist der bekannte Steak und ich habe dir
Digga, das ist. Oh, Junge, das ist ein Steak. Bruder, das ist schwarz. Und ich muss sagen, ey, was gibt ihr mir hier? Realer Steak. Schau dir das mal an. Lecker, lecker. So, Freunde, hier seht ihr das leckere Steaky-Makey, schön saftig. Und hier das leckere finale schwarze Steak. Schwarz wie Kohle. Ja, moin. So auf den Filet Mignon. Filet Mignon. Filet Mignon. Okay, egal, komm, ich zieh durch. Ich hab Eier, Digga. Let's go, Digga. Let's go. Komm. Attacke. Oh, yeah, Maschallah, Maschallah hier. Yeah. Oh, Digga, Ambiente ist wie immer leckerlos. Das sieht auch ganz krank aus. Du musst es durchziehen, Leon. Ne? Also, boah, guck mal, wie der Laden hier aussieht. Ne? Das ist jetzt richtig peinlich gleich, Digga. Oh mein Gott. Hier ist auf jeden Fall so einiges. Ich soll echt dieses verkohlte Steak hier raufpacken gleich. One filet mignon, brother. One filet mignon. Cooking, please. Mignon. Thank you very much. Your Oxford English is quite impressive, my dear friend. Of course, finally is breakfast. Beans and sausage. Ich weiß gar nicht, warum ich in die Essen war, Digga. Das ist immer so weit von meiner Location, aber eigentlich voll schick. Du hast zu wenig Geld. Ey, unser Essen kommt, Bruder. Einfach mal Entspannung. Thank you. Lecker, lecker. Bruder, so sieht es gerade aus, Alter. Oh mein Gott, Digga. Wie soll ich die jetzt flachsen, Red, Alter? Das Steak ist in meiner Tasche. Ich muss es jetzt rausholen, Digga. Ich muss es durchziehen. Gerade sind viele Kellner am Start auf jeden Fall. Aber einer neben dir, zwei links von dir. Jetzt. Jackpot, Jackpot. Das hast du wie ein Meister gemacht. Oh mein Gott, er hat wirklich durchgezogen, Freunde. Er hat wirklich durchgezogen. Oh, das stinkt so hart. Das stinkt so. Why is it so good? Is the steak from the hell? Okay. Scheiße, jetzt geht's los. Is the steak from the hell or what's going on? Is this from the hell? Why is it so good? Medium? Yes. Let me check it out. What's going on? Ich sterbe gerade. Ah, this is special juice? Special medium? Is it different for other guy? Maybe. Bro, was willst du jetzt machen? Die reden jetzt Neues. Ist das gerade ein Zaubertrick? Wir haben zwei jetzt. Weißt du, ein oder was ist hier los? Ey, du hast gar nicht aufgelöst, Bruder. Scheiße, was ist hier los? Ey, das geht nicht, Bruder. Das können wir nicht machen. Du musst auflösen. Okay. Du musst auflösen. Sagst okay. Du. Ey, du musst. Ein Magician. Ein Magician? Ja, das ist Magic. Ein Magician. Magic Trick. Yes. Thank you for the steak. Bruder, das ist so fucking unangenehm, Digga. Ey, die haben einfach gar nicht gecheckt, ne? Die haben gesagt, Digga, das ist von einem anderen. Das Ding war so schwarz und so am Stich. Oh nein, Manager kommt jetzt. Mach auf, nein, mach ey. Auf. This is not the correct way. Magic, magic. Warte mal, willst du ihn kurz ab? Ja, ein bisschen, ja. Lecker. Digga, was war das, Alter? Digga, Bruder, das absolut blamiert. Aber man muss sagen, ich hab durchgezogen. Bruder, das war krass, Digga. Unangenehm? Aber Gülle, Gülle, danke dir nochmal. Ich hoffe, das war keine Beleidigung. Wir müssen auch direkt abholen vor Ort und Stelle, weil das war sehr unangenehm. Der Manager kam, alle kamen. Polizei? Nein, war das Polizei noch nicht? Ich feiere Istanbul, muss ich dir ehrlich sagen, Digga. Ja. Aber ich feiere es noch mehr, wenn du jetzt wieder dran bist. Du warst ja gestern auf der Yacht von deinem Homeboy. Wenn du eierst, gehst du auf eine Yacht, Digga, da am Hafen, wo du warst, gehst einfach auf random und gibst 5 Meter Gas, Digga. Einfach so Gas geben, längst ein Schiff. Während da Leute drin sind oder alleine? Scheißegal, Bruder, beides. Bruder, nur 5 Meter. Nur einmal so. Am Ende, ich mach so gesichert hinweg, Bruder. Ja, wieso 1 Million Schaden, Bruder? Das kannst du doch leisten. Hör auf mit diesem. Komm schon, Red Titi. Hast du die Eier oder nicht, Bruder? Ich weiß, es ist hart. Aber wir müssen es jetzt steigern, Bruder. Hast du die Eier oder nicht? Komm! Guck mal, ich Junge, bin du schickst mich zu Nusret, Alter. Ich bin ehrlich. Die verklagen mich um Millionen. Wenn du das nicht machst, Digga, ich sag dir, die Bestrafung wird schlimm sein. Ich hab eine kranke Bestrafung. Machst du oder machst du nicht, Digga? Ich kann nicht machen, Bruder. Ich lebe nicht. Das geht wirklich nicht, Bruder. Das geht nicht, Digga. Nein, nein, das geht Digga. Nicht, sorry. Ich weiß, es ist hart, die Bestrafung. Aber Red, weißt du, was die Bestrafung ist, Bruder? Wir gehen jetzt zu dir nach Hause und du drehst ein Video. Was du machen musst, sag ich dir gleich direkt. Komm. Ja, wieso? Bruder, nicht wieso? Einfach mitkommen. Und dann drehst du das krasseste Video. Ich sag nichts, Digga. Ja, aber was für ein Video soll ich machen? Soll ich jetzt ein Coming-out machen oder was? Bruder, mach dir mal keinen Kopf. Überlass das mir mal, Digga. Okay. Gleich, Digga. Jetzt kommst du erstmal mit, Digga. Okay. Und drehst okay. Ein schnackiges Video, Digga. Geiles Video. Let's go, Boy. Let's go, Digga. Habe! Salam alaikum! Taschmakaskiat, komm. Ah, Taschmakaskiat. Ah, wunder, Eugen. Ja, wir gehen, Jalla. Taschmakaskiat. Ah, 2-0, er hat gewonnen. So, Rattiti, bist du bereit, Digga? Jetzt kommt Bestrafung, Digga. Wir haben ja alles vorbereitet. Schön Kamera, ne? Das legendäre Steuerbuch. Was habe ich vor? Sag du es mir, was willst du von mir, Mann? Aua!
Ey, hör mal auf. Du wirst gleich die Wahrheit sagen, Junge. Du wirst den Leuten erzählen, was bei dir auf Konto los ist. Oh nein. Du wirst erzählen, was die Schulden über den Finanzamt hast, Digga. Und zwar, erinnerst du dich damals, Digga, haben wir, wenn du Eiers gemacht, Digga, das war 6-7 Jahre her, Digga, komm, ich sitze mir mal. Ja, komm. Bro, ich musste mich entschuldigen vor der ganzen Community, vor den ganzen Leuten. Ich wollte mich bei Mert jetzt einfach offiziell entschuldigen. Wenn du Eiers, die Entschuldigung. Ich weiß, das war meine Idee. Ja, das war, Digga, ich musste mich wirklich entschuldigen, Digga, das war lange her. Vielleicht können wir eine Szene einblenden, wenn es das überhaupt noch gibt, Digga. Bruder, wieso steht die Kamera? Du wirst dich jetzt öffentlich bei Mert entschuldigen. Hast du keine Eier? Das Ganze wird einfach viel zu krass, gerade mit dem ganzen Hate und so, das geht gar nicht. Und die Leute sind ausgerastet, die dachten sich, hä, hey, was, Leon entschuldigt sich, Digga. Klar, haben die es auch positiv aufgenommen, aber jetzt dachte ich mir, das ist einfach bei dir genau dasselbe, Digga. Dieses Mal machen wir es aber ein bisschen anders. Damals musste ich mich für meinen Shitstorm entschuldigen, das war deine Idee. Ja. Und heute gibt es ja eine riesen Debatte. Hat Red die Milliarden? Hat er die Yacht? Hat er den Lamborghini? Mit Autos, die nicht ihm gehört hatten, mit Wohnungen, die nicht ihm gehört haben, mit Uhren, mit Unternehmen, die ultra erfolgreich sind und Millionen Umsätze abwerfen. Du musst heute dich bei den Leuten entschuldigen, Digga. Okay. Bei allen, Digga. Sagen, dass du broke bist. Ich habe hier so ein paar Notizen. Du musst 5 Punkte erwähnen, Digga. Die musst du abarbeiten. Dann entschuldigst du dich. Du lest das hoch, Digga. Ey, und dann soll, schauen ey, wir soll mal, wie die Reaktion ist. Ey, komm. Das Video, was wir uns seit Jahren wünschen, die ganze Wahrheit. Okay, das ist krass. Er war ja sonst seit Monaten und Jahren immer darauf bedacht, dieses Image nach außen zu tragen, dass er mega rich ist, dass alles richtig geil läuft. Insi-Modus ist aktiviert, dann ist er ja irgendwie abgehauen. Über die letzten Jahre warst du der Einzige, der darauf gegeben hat. Und du siehst, wohin dich das geführt hat. Ah, was ist jetzt Phase so? Ich bin Millionär. Ich bin Millionär, Digga. So, hier das ApoRed. Ich weiß nicht, was hier haben wir einmal ApoRed Steuerschulden 2001 bis 2024, Digga. 2001, Bruder, warst du 2001, Bruder? Ich bin doch erst seit 2013 selbstständig. Also, du erwähnst erstmal kein Geld. Das heißt, Brokey Mokey, Digga. Dann, sorry an alle. Ne, klar. Punkt Nummer 2. Kriegst du das hin, mein Lieber? Bist du wach? So, Schuldigen suchen. Immer typisch Red, Digga, ne? Was für typisch Red? Schuldigen suchen, ne? Er will entweder irgendein Streamer oder sagt, dein Steuerberater hat reingeschissen, alles wegen denen. Jetzt kommt eine kleine Steigerung. 3,6 Mio Schulden beim Finanzamt. 3,6, das wäre ja noch gut, ne? Spaß. Bruder, und jetzt hier. Ja. Jetzt kommt nochmal der Burger. Jetzt gibt's Burgergeld. Oh, Digga, er macht mich zum Horn. Yeah. Aua, Burgergeld, Bruder. Ja. Ich bin hinter der Kamera, ich gebe dir ein bisschen Regie, damit du immer weißt, auf welchem Stand der Dinge du bist. Boah, Digga, was ist das für eine harte Strafe, Junge, Alter? Du hast mich vor Jahren auseinandergenommen, jetzt kommt die... Er kommt mit 7-8 Jahren alte Geschichten. Und ich würde sagen, Lappe die Sechste. Let's go. Digga, ich muss mir voll die Storys jetzt ausdenken. Okay, warte, so. Vielleicht starte mal heute etwas anders, Digga. Bisschen Emotion, weißt du, ich mein? Ist ein ernstes Thema, Red, Digga. Wie, aber so traurig, oder? Ja, Digga, du hast 3,6 Millionen Steuerschulden, Digga. So, meine lieben Freunde, heute ein bisschen ernsteres Thema. Ich bring's erstmal direkt auf den Punkt, damit wir erstmal direkt beim Thema sind. Ich habe gar kein Geld mehr. Scheiße, Alter. Das klingt hier schon sehr ernst alles. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein Prank ist. Ich habe gar kein Geld mehr. Wer hätte das ahnen können? Meine Beine, du, achte bitte nicht auf mich. Ja, normalerweise so eine Statement, Digga, ich mach dir One-Taker, weil das ist voll schwer, wenn das unauthentisch ist, aber egal, Digga. Weißt du, was auch gut kommen würde, Bro, wenn du sagst, Digga, andere Streamer sind ja auch schon pleite gegangen, jeden Monat geht irgendein Streamer pleite. Digga, die anderen haben es ja auch gesagt, was macht das für einen Unterschied? Ey, du bist so böse, du willst richtig, dass die Leute sagen so, ja, aber das ist bei dir ist was anderes, weil du hast gestern nicht zugegeben. Kriegen dann noch mehr auf Red, die so, Digga, wird erstmal kurz der Reaction-Player gedrückt. warte mal, habe ich da gerade richtig gehört? Es war ja obvious, also die Leute, die ihm abgekauft haben, die dachten, alright, Lil Bro hat wirklich die Mios locker sitzen. Ja, so spätestens jetzt müsste den Licht aufgehen. Das muss so anstrengend gewesen sein. Die Leute sagen, er hat seinen Twingo, fährt er nur, weil das sein Fünftwagen ist. Ja, die Leute sind doch vorhersehbar. Ja, die sind echt berechenbar, Digga, die Leute so. Deswegen, Bro. Es wurde jetzt jahrelang zu Recht auf ihm rumgehauen. Wenn ApoRed jetzt gerade in dieser Lage ist, ich bemitleide ihn jetzt auch nicht, weil er die ganze Zeit ja unbedingt den Überflexer spielen wollte. Nachdem er jahrelang dieses ganze Lügenkonstrukt versucht hat aufrechtzuerhalten. Bro, du bist kein Main-Charakter. Du bist auch nur ein Dulli, der über seine Verhältnisse gelebt hat. Du bist kein Main-Charakter. Du bist ein Bot. Ich glaube, dass Red über ganz lange Zeit versucht hat, sein Image im Internet zu wahren, als der, der so viel hat, der so viel Geld verdient, der so viel teure Sachen besitzt. Es ist ja mittlerweile relativ normalisiert, dass Influencer, Streamer, etc. so ein bisschen in die Pleite gehen, dazu ein Video machen.
Wer hat ihm da vielleicht ein wenig die Motivation gegeben, das zu tun? Der hat wirklich das Tanzverbot-Video gesehen und gesagt, ich mach das auch. Er glaubt, dass das, was Tanzverbot danach passiert ist, nämlich dass er im Stream tausende Spenden gekriegt hat, passiert ihm jetzt auch. Was macht das denn jetzt bei mir für einen Unterschied? Ja, wo ist eigentlich der Unterschied? Ja. Das ist vielleicht ein ganz wichtiges Video, weil wir jetzt hier vielleicht auch mal sehen, wie er einfach ist. Vielleicht sehen wir jetzt hier gerade mal wirklich den ApoRed so, wie er ist. Das ist ja eigentlich genau die gleiche Situation. Und... Scheiße! Das ist genau die gleiche Situation. Das wird auch relativ gut aufgenommen. Und ich dachte mir ganz ehrlich... Ey, Bruder, es ist wirklich hart, was wir hier machen, Digga, ohne Witz. Also wie gesagt, Bruder, nicht, dass die Leute dann sagen, Alter, wir disrespecten die Leute, die dann, Digga, das kann jedem passieren. Alter. Ja, Bruder. Wie gesagt, kein Disrespect. Ja, alles cool, Digga. Sorry an alle da draußen, weil ich habe ja erstmal gesagt, Digga, trotzdem die Millionen sind am Start. Gar nichts am Start. Digga, einfach alles ist weg. Einfach alles. Ehrlich, Digga, alles ist weg, nichts mehr ist da. Alter, ich fass es nicht. Ich habe ja fast ein bisschen Mitleid, wenn er uns nicht Monate, Jahre lang die Hucke voll gelogen hätte. Machen wir die nächste Seite, ich weiß gar nicht, wo wir sind, Digga. Entschuldigung suchen, okay. Da sagst du jetzt, Digga, damit habe ich wirklich nichts zu tun. Ich gebe ja meine Fehler zu. Das Ding ist, Freunde, es gehört auch dazu, bei so einem ernsten Thema oder generell einfach seinen Fehler einzugestehen. Das Ding ist, Freunde, es ist... Bruder, es gehört auch dazu, seine Fehler einzugestehen, gerade bei so einem riesen... Ja, die Fehler sollte man sich eingestehen. Bruder, seine Fehler einzugestehen? Das ist ja unglaublich. Das Ding ist, Freunde, es gehört doch dazu, seine Fehler einzugestehen, gerade bei so einem riesen Thema. So. Ey, Bruder, Outtakes sind einfach länger als das Video, Alter. Was ich sehr gut finde, dass man hier merkt in dem Video, dass er das tatsächlich ernst meint. Digga, was passiert hier? Freunde, es gehört doch dazu, seine Fehler einzugestehen. Ich muss aber jetzt wirklich sagen... Suche ist so eine schlechte Eigenschaft. Ne? Ja. Das ganze Leute, die können dir Fehler eingestehen, musst du immer auf Finger zeigen. So, weißt du? Das ist so eklig. Das ist so scheiße, was du das jetzt machen musst, Digga. Seinen Fehler einzugestehen. Das kommt von ApoRed, Digga, ich glaub's nicht. Bei Red sind ja oftmals die anderen schuld und das würde irgendwie relativ gut ins Bild passen. Junge, ich bin eigentlich der Meister, den Fehler eingestehen, Alter. Oder? Ja, ja. Ich weiß aber gar nicht, was die anderen haben. Ja, Bruder, passt, Digga, du hast recht, Alter. Junge, einfach deine Nase wird immer größer, Digga. Deine Nase wird immer größer, Digga. Das ist schon ein bisschen, ja, die Wahrheit, ne? Das ist Stress oder was, ey, Bruder? Bei wem wohnst du? Du bist in einer schicken Wohnung hier, Bruder, mit einer besten Lage. Okay, komm. Ich hatte halt auch über die Jahre hinweg ein persönliches... Es ist halt echt schwierig, Digga. Es ist halt übertrieben lustig so. Ja, ja. Ein persönlicher Finanzberater und so, Digga, das ist halt echt geil. Ich wollte gerade sagen, es ist ganz wichtig, dass man die Schuld bei sich sucht und nur bei sich. Er sagt wortwörtlich, sein Finanzberater ist schuld. Holy shit, wie kann man als Finanzberater so inkompetent sein? Auf Vertrauensbasis, Digga. Geil. Persönlichen Finanzberater, der hat halt gesagt, Digga... Der Finanzhomie ist schuld, oder was? Das glaube ich Ihnen aber. Es gibt ja dann immer so die Leute, die dir sagen wollen, wie das alles funktioniert. Oder er versucht alles auf irgendeine fiktive Person zu schieben, damit er es von sich abwälzen kann und sich den Fehler nicht eingestehen muss. ApoRed schafft es selbst in seinem Entschuldigungsvideo nicht, die fucking Verantwortung zu übernehmen, sondern überträgt es nochmal jemand anders. Was ist denn das für ein Finanzberater? Okay, jetzt kann er nicht nur den Steuerberater, nur nicht nur den Finanzberater die Schuld geben. ApoRed sagt selber, dass er sich bei dem Typen von dem Büro und dem Ganzen hat blenden lassen. Weil ich mir dachte, Digga, der Typ hat drauf, geiles Büro, etc., da weiß genau Bescheid. Der hat ja auch ein tolles Büro und so. Boah, Junge, ich kann nicht mehr, Digga, ich weine nicht. Okay, ich mach das jetzt auf One-Taker, aber okay, Digga, hör auf zu lachen, ja, wirklich. Okay, ich will dein Gesicht auch nicht sehen, Digga. Ich okay, mach auch keine Geräusche da hinten, okay? Ich bin gerade so auf Burger-Geld unterwegs, sag ich mal, ne? So, Burger-Geld. Junge, what the fuck? Was hat er gerade gesagt? ApoRed bezieht Burger-Geld? In Dubai? Burger-Geld, Alter, er meint es halt wirklich ernst. Burger-Geld. Burger-Geld? Also man muss ja eine Sache, muss man ihm einfach lassen. Ich finde ApoRed unfassbar iconic. Eine Wohnung habe ich jetzt einfach so vom Amt bekommen. Woher? Der sitzt auf einer Wohnung vom Amt? Ja, alle am Diskutieren gewesen. Ist er jetzt irgendwie Multimillionär? Ist er hat keiner diskutiert. Alle wussten, dass du arm bist. Jeder wusste das. Der Multimillionär, der Multimillionär. Ach, du bist kein Multimillionär. Dreck. Die hat die kaputt gemacht. Ey, Dude, Alter.
Universum, 100.000 Euro will ich jetzt haben. Warte, aua, der Multimillionär. Aber gibt doch dazu. Das ist ein voller Kühlschrank vom Multimillionär. Oder man sieht der ja. Oder du hast einfach drei Eier nur drin. Okay, das geht mal weg. Das ist das Richtige, komm. Stellt euch jetzt mal vor, ApoRed macht hier einen Prank und hat eigentlich wirklich die Millionen am Start. Er hat so umgekehrte Psychologie gespielt und eigentlich hat er wirklich extrem viel Geld. Stell dir mal vor, ist alles gelogen und er macht nur, um zu zeigen, wie sich alle Ghosts drüber lustig machen und so, einen auf den und dann kommt er wieder und sagt, ja, bin doch Millionär. Das wäre crazy. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Allein bis zum nächsten Mal, ich war extra geil. Digga, der ist, ey, komm, oh, ja, ich hab das schon gut gemacht, Digga, komm. Jetzt ist alles auf dem Tisch, Digga. Es ist alles, alle Karten liegen offen. Es hat echt lange gedauert. Das ist heftig. Da kam die Wahrheit, die wir uns jetzt seit 5 Jahren gewünscht haben. Endlich. Viele haben da ein bisschen zu sanft drauf reagiert. Mich interessiert, wer mit im Raum war. Er hat offensichtlich ja immer mal Augenkontakt zu jemandem gesucht. Ja, vielleicht hat er jemanden im Umfeld auch, der ihm dazu geraten hat. I don't know. Ey, nennt mich verrückt. Ich sage euch, er könnte immer noch Comeback machen. Der Dude war immer unterhaltsam. Ich kann mir den anhören, ich kann mir den angucken. Ich finde das immer unterhaltsam so. Also das muss man ja auch würdigen können. Ja. Aber eins muss ich sagen, Bruder, bezahl mal echt deine Steuerschulden. Ey. Ja, come on, Alter. Finanzamt muss schuldig, glaube ich, sogar mir Geld, Alter. Ohne Witz, ey. Ich schwör's dir. Bruder, du hast echt durchgezogen, ne? Krass, Alter. Das ist aber irgendwie viel, viel mehr als eine Entschuldigung. Ey, kann ich Werbung machen? Das ist so ein vielen interessiert da wirklich, wie die aktuelle Situation ist. Ne? Ja. Wirklich mit Insimodus etc. Und darüber wollte ich sowieso ein separates Video machen. Wo ihr gerade das Video seht, ne? Vielen interessiert gerade sowieso, wie die aktuelle wirkliche finanzielle Lage ist. Ob ich jetzt ein Steuerhinterzieher bin, der Multimillionär ist, der im Ausland lebt. Oder ob ich wirklich ein Burgi-Geld-Brokey-Mokey-Hase bin. Darüber habe ich jetzt wirklich einen aktuellen Talk hochgeladen, wie der aktuelle Stand ist, auch mit Beweisen, etc., mit Briefen und Haus. Junge, fang bloß dich wieder an, Alter, es reicht jetzt, Junge. Lass es einfach. Das Video ist gerade jetzt online, wo jetzt sein Video online ist. Okay, deswegen schaut euch das an. Ist mega geil. So. Auf jeden Fall, man muss sagen, stark, du hast deine Bestrafung durchgezogen, Digga. Ja. Eier hattest du, Digga, du hast dich nicht verändert, Digga. Stark, ne? Stark, Alter, Digga. Du hast echt, Testosteron geht immer nach oben, das Digga. Das geht nach von Jahr nach zum Jahr, oben. Digga. Von Jahr zu Jahr, Digga. Das war's auf jeden Fall, die Leute, mit der Folge, wenn du eierst, wenn ihr Bock habt auf noch eine Folge, Digga, gebt dem Video jetzt einen Daumen hoch. Minimum 10.000 Likes kommt die nächste, wenn du eierst, Folge, Digga. Aber nicht mit mir, ne? Ich hab gar keinen Bock mehr. Ja, mal schauen mit wen auch immer, Digga. Vielleicht Special Guest, vielleicht Red wieder. Auf jeden Fall 10.000 Likes gibt's wieder eine neue, wenn du eierst, Folge. Auf jeden Fall war richtig nice, Bro. Ja, Freunde, war echt ein geiles Video, hat mir mega Spaß gemacht. Mein Video ist auf jeden Fall auch online. Da haben wir nochmal, wie gesagt, aktuellen Talk über eine aktuelle Situation. Der Link ist oben in der Beschreibung, Freunde. Ich hab ein bisschen Nostalgie-Feeling gehabt bei dem Video. Hat mir echt Spaß gemacht, echt Digga. Krass, ne? Die OG-Map kommt wieder gerade, Digga. Die OG-Videos, Digga, die müssen wir bald wieder raushauen, du, oder? Auf jeden Fall, Digga. Ja, Leute, das war's.